Der zweite Motivationstipp, den ich heute für dich habe, resultiert aus einem Fehler, den ich immer wieder sehe. Und zwar ist es so, dass ich bei vielen Leuten, vor allem eben auch bei meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, immer wieder sehe, dass die Leute einen schlechten Lebensstil haben. Das heißt, sie ernähren sich ungesund, sie bewegen sich viel zu wenig, vielleicht trinken sie auch noch zu viel Alkohol oder rauchen. Also alles Dinge, die deiner Gesundheit und deiner Figur absolut nicht gut tun. Und dann kriegen sie auf einmal einen Rappel und sagen so, jetzt ist Schluss und ab morgen ändere ich alles radikal. Ich will das nicht mehr, ich möchte einen gesunden, aktiven Lebensstil und ich werde jetzt alles ändern und alles besser und neu machen. Das ist natürlich grundsätzlich richtig, richtig gut und natürlich auch lobenswert, dass sie das ändern wollen. Das Problem ist bloß, dass wir Menschen sind und dass dieses radikal ändern nur für ganz, ganz wenige Leute funktioniert. Ich kenne tatsächlich Leute, die das durchhalten und die das schaffen, aber es ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, du änderst alles, du fängst an nur noch gesund zu essen, du verkneifst dir jegliche Art von Süßigkeiten, Alkohol, du hörst auf zu rauchen, falls du vielleicht geraucht hast, du fängst an jeden Tag eine Stunde Sport zu machen, du gehst früh ins Bett, es sind alles Sachen, die ganz toll sind, aber nach 2 Wochen merkst du, das ist totaler Mist und das macht überhaupt keinen Spaß und dann fangen die Süßigkeiten an, ganz laut deinen Namen zu rufen. Und ja, du wirst auch immer fauler, weil draußen regnet es gerade oder du fühlst dich nicht wohl, du hast Muskelkater oder sonst was. Und der innere Schweinehund, der kommt dann ganz, ganz fies und gemein um die Ecke und wird immer größer und immer aufdringlicher. Und du schaffst es einfach nicht, du brichst es ab, du fällst in alte Verhaltensmuster zurück. Und die ganze schöne Arbeit ist für die Katz, du fühlst dich auf Deutsch gesagt beschissen und hast das Gefühl, du hast einfach nicht genug Disziplin und du kannst das nicht. Um das zu vermeiden, und ich kann dir versprechen, das ist absolut menschlich, das passiert den meisten Leuten, um das zu vermeiden, musst du dich bitte an meinen zweiten Tipp halten und das heißt Schritt für Schritt. Vielleicht kennst du das Sprichwort, das chinesische Sprichwort, wie isst man einen Elefanten? Die Antwort dazu ist in kleinen Stücken. Das heißt, wenn du wirklich so ein Monsterprojekt vor dir hast, wie deine persönliche Wohlfühlfigur zu bekommen, dann musst du das in kleine Schritte unterteilen. Das heißt, such dir die Gewohnheiten, die dich daran hindern, dein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, du bewegst dich nicht genug. Oder du trinkst am liebsten Cola und kein Wasser. Also versuch diese Gewohnheiten wirklich auszumerzen. Schreib sie dir auf, sei gnadenlos ehrlich, du machst das nur für dich. Und dann versuchst du jeden einzelne Gewohnheit nach und nach zu eliminieren. Das heißt, angenommen, du trinkst sehr viel Cola, dann sollte der erste Schritt sein, okay, ab sofort trinke ich, um meinen Durst zu löschen, nur noch Wasser oder ungesüßten Tee. Also keine gezuckerten Getränke mehr. Und diese eine Gewohnheit versuchst du 21 bis 30 Tage, sagt man, braucht man dafür, konsequent durchzuziehen. Das kann am Anfang etwas hart sein, keine Frage, aber halt dir dein Ziel vor Augen, was du in Tipp 1 ja aufgeschrieben hast. Und dann nach dieser Zeit, also spätestens einem Monat, wirst du merken, dass das eine neue Gewohnheit geworden ist. Das heißt, du hast eine alte Gewohnheit, Cola trinken gegen die neue Gewohnheit, Wasser trinken, ausgetauscht. Und erst dann, wenn sich das etabliert hat und du dich damit wohlfühlst, gehst du an die nächste Gewohnheit. Und die nächste Gewohnheit könnte zum Beispiel sein, dass du zu viel Alkohol trinkst. Das heißt, du sagst, okay, ich reduziere meinen Alkoholkonsum nur noch auf ein Glas Wein zum Essen. Es sind alles nur Beispiele. Jeder hat schlechte Gewohnheiten, die er ausmerzen muss. Das sind nur Beispiele. Und in diesem nächsten Schritt würdest du dann sagen, okay, ich reduziere meinen Alkoholkonsum um 50%. Oder ich werde anfangen, jeden Tag 15 Minuten Sport zu machen. Aber wichtig, nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt, 21 bis 30 Tage, bis die neue Gewohnheit sich etabliert hat und dann das nächste anfangen. Du wirst merken, so hast du einen riesigen Prozess, also einen riesigen Fortschritt nach und nach, der dich stückchenweise zu deinem Ziel bringt und der wirklich dauerhaft ist und dich nicht wieder auf Null zurückwirft.